So, die Nacht ist vorbei, die Monster sind hoffentlich weg. Und jetzt hole ich mir den Rest von den. Oh, ich hab da was gehört. Oh, noch so ein Creeper-Vieh. Ich raste aus. So, hier sind leider. Also, die drei Dinger muss ich mir holen, wenn ich denen entkommen bin. Diesen Baum noch fällen. Weil größer wird er wohl nicht mehr. Aber erstmal muss der Creeper hier weg. So ein bisschen weg hier von meiner Insel. Sehr gut. Also, hier gibt es. Ja, was gibt's hier? nee, ich wollte mal fragen, eigentlich. Wenn sich jemand auskennt und weiß, ob ich hier irgend so eine Verteidigungsanlage oder so hätte, das wäre echt praktisch gegen die Viecher. Aber ich glaube, sowas gibt es hier leider nicht. Aber kann auch nicht alles haben, ne? Das wäre nämlich übelst praktisch gewesen, ne? Aber gibt es, glaube ich, nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss auch kurz mal auf mein Inventar greifen. 6 Dschungelholzbaumsetzlinge habe ich. Das ist leider nicht so viel. Habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Aber das ist nun mal so. Ich weiß auch nicht, ob hier noch was droppt. Oh ja, da. Super. Müsste klappen. So, jetzt komme ich da auch ran. Hopp, nächste Axt kaputt. So, und also jetzt in diesem Video mache ich hier halt noch Ordnung. Da wird das hier alles ein bisschen aufgeräumt. Und im nächsten Video wird es dann, das kann ich euch schon sagen, da werden wir dann Boote bauen, ein paar Schütten bauen. Vielleicht schaffe ich das auch noch in diesem Video. Je nachdem, wie lange der Tag ist, wie schnell ich hier fertig werde. Und dann wird es auch wieder eine Erkundungstour geben, wo ich mal ein bisschen mit dem Boot hier rausfahre und wo ich gucken werde, was es so Schönes gibt. Ich werde hier mal in Richtung Horizont fahren und ja, auf jeden Fall brauche ich Sand, Erde brauche ich, die ist ganz wichtig. Und ja, aber wenn ich dann halt schon mal auf dem Weg bin, unterwegs bin, bis da kann ich auch ein bisschen erkunden, gucken, schauen. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Sachen. Aber ich brauche echt viele Boote. Also Holz habe ich ja jetzt genug. Eigentlich. Was heißt genug? Genug habe ich nie. Weil so groß waren die Dschungelbäume jetzt nämlich nicht. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber war nicht so. Schade. Aber gut, wahrscheinlich brauchen die mehr Platz. Dafür ist die Birke sehr schön groß geworden. Mal gucken. Wie weit ich da rankomme, natürlich ist immer so eine Frage. Oh, da ist schon. Da können wir schon. Ja. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich hier kein Holz habe. Das ist ein Apfel. Apfel ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, warum ein Apfel auf einem Eichenbaum wächst, aber nun gut. Hinterfragen wir einfach mal nicht.
Also ich überlege ja, ob ich jetzt, wenn ich eine Erkundungstour mache, ob ich schon mal ein Dschungelholz, Dschungelholz sage ich schon, einen Dschungelbaum dorthin stelle, um mal zu gucken, ob das wirklich so ist, dass wenn der mehr Platz hat, der schneller und besser wächst. So wie ich mir das halt vorstelle. Das wäre natürlich ultra genial. So, mein Problem ist nämlich jetzt, dass ich hier gar nicht so weit rankomme. Habe ich ein bisschen scheiße gebaut. Ich hätte mir mal lieber eine Treppe bauen müssen, dass ich auf den Blättern stehen kann. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Und jetzt sind nicht mehr genug Blätter da, damit ich das noch nachträglich machen kann. Das ist jetzt doof, ja. Ja. Aber nun gut. Mal gucken. Vielleicht klappt es doch. Die Äxte gehen hier weg, die warme Sammel. Finde ich blöd, wenn du hier nicht überall rankommst. So, kann ich gleich mal gucken, ob der hier noch was gespawnt hat. Nein, hat er leider nicht. Keine Setzlinge mehr für mich. Wenn ich da vielleicht irgendwas machen könnte, wäre das super. Dürfte hinkommen. Schau ich mal. Drück mir mal die Daumen. Natürlich kann man eigentlich auch immer so machen und so. Das ist natürlich sehr gut. Dann komme ich doch überall ran. Brauche ich gar keinen Stress machen. Mir ist ja eigentlich nur das Holz hier wichtig. Meine Setzlinge habe ich von den Dingern mehr als genug. Die machen endlos viele Setzlinge. Muss ich nur gucken, wo hier jetzt noch Holz ist. Also da hinten. Da hinten, da kommst du natürlich nicht mehr ran. Da komm ich da noch ran. Nee, da. Also bis dahin komme ich nicht. Ah cool, da brauchen wir aber so Chip machen. Und dann sind wir ja schon wieder unten, also das geht natürlich ganz schnell. Ob, nicht mehr den Ding machen. So, sammeln wir trotzdem alles ein, dass ich alle Setzlinge habe, dass ich einen riesen Wald bauen kann. Später. So, hier machen wir dann. Okay, hören müssen wir glaube ich nicht. Da sind wir nämlich schon. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was. Ich habe hier noch einen Apfel gesehen, den würde ich gerne mitnehmen auf jeden Fall. Das ist wichtig. So, gut, die Setzlinge muss ich ja auch nicht liegen lassen. Quatsch, wenn ich sie liegen lasse. Können wir uns wieder runter. Oh, hier den Apfel habe ich was. So, viele Setzlinge. Zwei Äpfel. Sehr gut. Alles perfekt. So, dann ist ja jetzt hier alles frei. Ich werde mal einen Dschungelbaum in die Mitte setzen. Einfach so, um zu gucken, wie groß der jetzt wird. Und ja, das wird alles runterfallen. Dann ist hier Platz, dann ist hier alles schön. Jetzt können wir natürlich dann auch gleich die ganzen Sachen wegpacken. Ich nicht mehr brauche erstmal die ganzen Setzlinge. Die sind natürlich äußerst wichtig. Davon leider nur 6. Mist. So, hier machen wir Krimskrams eigentlich rein. Hier kann auch das Werkzeug rein. Weil die Äxte brauche ich nicht. Gut, ich werde eine mitnehmen, wenn ich eine Erkundungstour mache. Aber so viel Axtzeug brauche ich natürlich nicht. Die Äpfel, glaube ich, brauche ich auch nicht. Erstmal.
So, ich höre hier schon wieder irgendeinen Scheiß, Vieh. Mich natürlich ankotzt schon wieder. So, eine Axt sollte locker reichen. Das ist. Kann ich die eigentlich zusammen machen? Nee, geht leider nicht. So, irgendwo ist hier schon wieder ein Krabbelzeug, Vieh, Spinne oder was. Ich wollte jetzt erstmal gucken. Ich baue schnell a boat, ne? Da brauche ich einfach nur Holz eigentlich. Nur Holz kann ich gut bauen. Was habe ich denn hier? Geht das denn auch mit den Birken? Natürlich, warum nicht, wa? Sollte auch mit Birkenholz gehen. Mein Boot. Wo war denn die letzte? Hier. Geht auch mit Birkenholz, sehr gut. Ach, naja, gut, da haben wir jetzt. Okay. Gut, jetzt haben wir ein paar Boote und ja, im nächsten Video geht's dann los mit der Erkundungstour.